Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Field Runners 2. Das könnten wir mal auf Mittel probieren. Schauen wir mal. Diese coolen Tower hier. Was nehmen wir denn? Ich glaube, das ist schon ganz gut, so wie es ist. ja, ich spare mal ein bisschen. Wir spielen jetzt diese Runde auf Mittel. Mal schauen, wie weit wir kommen. So, schauen wir mal, woher sie kommen. Ich glaube, von oben zuerst. Ja, von oben. Pause gedrückt. Jetzt überlegen wir mal. Lassen wir die da runterlaufen. So. Dann so. Oder wie immer hier entlang. Da nach unten. So zurück. Das wird das Beste sein, denke ich mal. Das heißt, Tower. Tower. Und Tower. Zeitlimit gibt es keines. Ich beschleunige mal, weil am Anfang haben die keine Chance. 70 Runden müssen wir überleben. Das werden wir schon hinkriegen, denke ich. So, Runde 3. Jetzt müssen sie von... Ja, jetzt kommt so ein bisschen ein größerer. Das geht sich aus. Da wird keiner durchkommen, denke ich mal. Jetzt kommen sie, denke ich mal, wieder von oben. Sollte auch kein Problem darstellen. Ja, wie gesagt, kein Problem. So, jetzt machen wir hier dicht. Dann müssen sie hier runter. Versperren wir ihnen da den Weg. Nochmal auf schnell schalten, da kommt keiner durch im Moment. Ja, ich glaube, den müssen wir updaten, sonst wird das nichts. So geht es, ja. Zack, bom, bang, weg sind sie. Hier können wir dann noch was hin. Vielleicht einen Slow-Tower oder... Wartet, wir nehmen... Wir warten mal, bis wir 30 haben und dann stellen wir den hier auf. Beziehungsweise, das wird sich eh jetzt schon ausgehen. Den verkaufen wir. Den stellen wir hin. Und hier einen Slow Tower. Was sich noch nicht ausgeht, darum warten wir ganz kurz. Runde 8. So, jetzt geht er sich aber aus. Verkaufen. Slow Tower hin. Und weiter geht's. Und stopp, sonst kommt mal nur einer durch. Hier werden wir noch einen abgedateten Tower hin für alles, was so ein bisschen durchscheint. Ja, genau. So. Updaten. Zumindest gleich. Mit Helis probieren sie es. Oh yeah. Hoffentlich macht er das jetzt platt hier. Ja, ist kein Problem. Den Slow Tower updaten. Ja, alles was durchkommt, wenn was durchkommt, sind diese kleinen. Aber da kommt noch nichts durch. Die können wir jetzt nochmal updaten. Danach den updaten. Wie viel macht er? 160 jetzt. Das müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Beziehungsweise, ich fange mal an, hier so ein bisschen nach oben zu bauen, dass die genau da, Entschuldigung, vorbei müssen. Weil der hat eine sehr kleine Range hier, aber groß genug. So. So. Und so. Oh,
Runde 13. Sie probieren es wieder mit Helis. Und das ging, das geht doch besser wie beim letzten Mal mit den Helis. Die halten ein bisschen mehr aus, aber sollte hinhauen. Ja, überhaupt kein Problem. Den können wir uns updaten. Jetzt macht er wie viel? 320. Also das sollte ebenfalls jetzt gut gehen. Hossa, 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 stopp mal. Das gefällt mir nicht. Was kann ich denn nicht hier hinsetzen? Wieso? Aha, okay. Wo setzen wir denn den hin? Dann hier vielleicht. Voll abgedateter. Der wird durchgehen. Aber okay, einer ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt kommen sie schon mit Fahrzeugen. Was aber jetzt nicht so ein Riesenproblem ist. Oh, einer. Und wir können das updaten hier. Können wir, jetzt macht er Schaden. 480, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier können wir noch einen Tower hin. Was nehmen wir denn hier? Wir könnten hier auch noch so einen hinstellen. Oder da. Beziehungsweise da. Der wäre perfekt für sowas. Und das machen wir auch. Und dann gleich updaten. Aber zuvor bauen wir uns hier noch eine schöne Brücke zurück. Dass die da nochmal nach hinten latschen müssen. Dann ist das eigentlich gesichert und wir müssen nur mehr auf diese Lane hier schauen. Das heißt, die Tower hier updaten. Oh, Transport-Tele, das weiß ich, der hält viel aus. Der wird durchgehen. Tja, zwei sind durch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So. Und dann noch einer. Den können wir auch updaten. Sehr schön. Der Ballon ist auch voll, falls mal doch was durch will jetzt. Also 18 haben wir noch von 20, die durch könnten. Beziehungsweise 17. Der 18. wäre unser Los. Ich glaube, das. Entschuldigung, ich glaube, das kriegen wir hin. So, die werden aber jetzt stressig. Der ist voll abgedatet. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Vielleicht ein Tesla Tower langsam mal. Wir brauchen ganz dringend einen Tesla Tower und zwar hier. Oh, es geht's nicht aus, aber bald. Und hier. Ah gut, das ist blöd wegen dem Tower da. Aber wir könnten hier einen Slow Tower machen. Das machen wir jetzt mal. Den verkaufen. Den verkaufen. Der hier wird ein Slow Tower. Gleich updaten. Und hier stellen wir den dann hin. Beziehungsweise, ja, das sollte eigentlich hinhauen. Wir brauchen für den 60. Okay. Hammer bald. Runde 30. Oh, jetzt kommt so ein dicker Tank. Das wird ein bisschen ein Problem werden, nehme ich an. Der wird ein Problem.
Wir werden es abkürzen mit dem hier. Weil ich will jetzt nicht, dass der durchkommt. Dann stellen wir das hier hin. Updaten den auch gleich. Der hilft nämlich oben, hier und bei denen. Also nicht schlecht, auf jeden Fall. Gleich updaten dann. Der ist eh voll abgedatet. Der auch. Der auch nehme ich an. Ja. Runde 32. Das wäre nicht schon stressig. Na, no, es geht eigentlich. Den updaten da. Was macht er jetzt? Jo, es geht. Diese Tanks, die sind ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ich werde hier noch so ein Slower hin. Die schön langsam da durchkurven, weil dann kriegen wir die Tanks auch down. Ja, so sollte das auf jeden Fall hinhauen. Der ist eh voll abgebildet, oder ja? So, jetzt ist der auch voll abgedatet. Einmal diesen noch und dann haben wir es. Schalten wir wieder auf schnell. Runde 34. Viel Kleinvieh, aber es geht gleich down. Ja, der Tower hier, der steht gut. Der steht auf jeden Fall gut. So, können wir uns das leisten? Ja, jetzt macht er. 450 Schaden und der hier 480, also ungefähr gleich. Die Tesla-Spule werden wir jetzt mal updaten. Ich glaube, da brauchen wir 50 dazu. Und wir müssen noch ein bisschen an der Heli-Verteidigung arbeiten, weil sonst geht wieder was durch. So wie jetzt. Der wird definitiv durch. Brauchen wir nur ein bisschen Kohle. Den können wir updaten und gleich nochmal, das geht sich aus. Ich hoffe, der macht jetzt auch ordentlich Damage. Hier könnte man noch einen Tesla Tower hin. Beziehungsweise... Oh, einer geht wieder durch, das ist jetzt nicht so schlimm. Wie weit gehen diese Tesla Tower? Ja, das geht. Aber diese Tanks halten so viel aus. Habe ich ihn voll? Habe ich ihn voll? Nee, shit. Shit! Was machen wir da? Ich überlege gerade hier vielleicht so einen grünen hin. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Oder hier. Lieber einen Tesla Tower im zweiten. Und zwar hier. Die werden durchkommen. Da werde ich nichts machen können. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Unser Ballon müsste wieder voll sein, ja. Runde 41 von 70, sie wären härter. Wir bauen jetzt hier einen Tesla Tower.
Bisschen Kohle brauchen wir nur dafür. Einen erwischen wir vielleicht noch. Nee, ich will die nicht durchlassen. Auf jeden Fall den Bomber hier. Das wird hart, das wird hart. Vielleicht hier noch so ein Slower. Slow ist doch was wert. Den Hammer. Das geht sich aus. Jetzt stoppen. Hallo, stoppen. So. So. Und weiter geht's. Kommen wieder mit Helis. Gut, aber die Helis, die sind jetzt nicht mehr das Problem. Das geht. Vielleicht der Transport-Heli wird noch ein Problem, aber sonst keine Zeit mehr. Den Tesla hier updaten dann, beziehungsweise den da, dass die mehr geslowt werden und danach gleich den Tesla. Runde 46. So, hier machen wir mal wieder einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss! Tschüss.